und herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe von Geschichte im Nordwesten. Heute wieder mit einem zeitgeschichtlichen Thema. Ich begrüße bei mir als Studiogast Professor Dr. Gerd Kaldewey, Leiter der Städtischen Museen Delmenhorst in der Nordwolle. Ich begrüße Sie. Und wenn Sie als Zuschauer in den letzten Jahren häufiger Lokalfenster oder gar Stammzuschauer sind, dann ist Herr Kaldewey kein Unbekannter. Wir haben öfters mal schon zusammen Beiträge erstellt und ein paar davon sehen wir heute auch. Es ging dabei immer um das Thema, das Sie jetzt auch gerade aktuell verstärkt bearbeiten, nämlich NS-Kultstätten in Nordwestdeutschland. Was genau machen Sie gerade? Ja, ich bin dabei, eine Veröffentlichung vorzubereiten zu dem Thema NS-Kultstätten, eine relativ umfassende Geschichte, die in diesem Rahmen noch nicht bearbeitet worden ist. Und wir versuchen, ich hoffe, im Laufe des Jahres, spätestens im nächsten Jahr, dass diese Veröffentlichung dann starten kann. Wir arbeiten daran, jetzt diese Dokumentation der verschiedenen Orte, sind rund 25, die wir vorstellen wollen, im ganzen nordwestdeutschen Raum. Wenn man jetzt im Nordwesten ein bisschen weiter fasst, also es gibt ja NS-Kultstätten, die haben einen hohen Bekanntheitsgrad. Ich erinnere da an die Wewelsburg bei Paderborn oder auch an die Externsteine. Beides Ortschaften, also Orte, die es schon früher gab. Die Wewelsburg war eine alte Burg, die Externsteine natürlich auch eine alte. Das ist jetzt zum Beispiel halt auch in Ostfriesland eine, jetzt keine Ordensburg, aber eine Gauschulungsburg gab, nämlich in Pewsum. Das war mir jetzt auch nicht bekannt, aber vielen anderen sicherlich auch nicht. Ist da im Nordwesten, warum ist das hier eigentlich so wenig geläufig, dass das hier, wenn Sie 25 Orte nennen, das ist ja schon eine ganze Menge. Also geläufig sind die Orte ja eigentlich alle, nur nicht in diesem interessanten Kontext und in diesem deutlicher zu untersuchenden Kontext. Sicherlich ist das Land Niedersachsen insgesamt, wenn man sich auf die heutige Region, politische Region bezieht, ein Ort gewesen, eine Region gewesen, die im Dritten Reich in dieser Hinsicht, aber nicht nur in dieser Hinsicht, ja, eine besondere Qualität und eine besondere Verbreitung aufweist. Es gibt andererseits aber auch, ich nehme mal nur das Beispiel Bayern, in dessen diverse große Untersuchungen gab zu allen möglichen NS-Orten, die es dort in der Zeit des Dritten Reiches gegeben hat. Die sind veröffentlicht worden, auch die kennt man auch. In dieser Region Nordwesten ist das eben nicht so verbreitet gewesen, jetzt solche Kultstätten tatsächlich in dieser Hinsicht aufzuarbeiten. Wobei der Nordwesten eben auch, Sie haben es ja schon gesagt, Wewelsburg, das ist in Nordrhein-Westfalen, das bezieht sich da mit hinein und bis hin nach Ostfriesland eben auch. Es geht nicht nur um die Region Oldenburg, wir sind ja jetzt hier in Oldenburg, sondern eben um diesen etwas größeren Raum im gesamten Nordwesten. Sie haben gerade schon gesagt, die Wewelsburg, auch die Externsteine, die liegen ja nicht weit auseinander, das heißt beides Ostwestfalen-Lippe. Ja. Hängt das Vorhandensein solcher Orte, beziehungsweise dieser Ausbau solcher Orte zu Kultstätten, der damals verstanden ist, hängt das im Wesentlichen vom Engagement der dortigen NS-Führung ab? Es ist eigentlich sehr unterschiedlich. Es gibt Orte wie die Wewelsburg oder eben auch die Externsteine, die sehr viel älter schon eine Bedeutung gehabt haben, eine historische Bedeutung, ein Wewelsburg, ein Renaissance-Schloss hoher Qualität und hoher Bedeutung, schon seit Jahrhunderten eben. Externsteine noch viel älter, eine Kultstätte, die schon im Hochmittelalter existierte und die über alle Jahrhunderte hinweg von Interesse gewesen ist. Es gibt andere Orte, die umfunktioniert wurden eben im Dritten Reich und dann eben genutzt wurden, aus welchen Gründen auch immer. Da müsste man eben im Einzelfall tatsächlich untersuchen, welche Orte das sind. Und es gibt wiederum Orte, die erst im Dritten Reich entstanden sind, die dort eben aufgebaut wurden, wie, da kommen wir ja noch drauf zu sprechen, Stedings Ehre zum Beispiel auf dem Burgholzberg. Also es gibt da sehr viele Unterschiede, sodass es eben auch dieser Begriff Kultstätten eine sehr nicht ganz genau zu definierende einzelne Untersuchungsform für diese Orte gibt, sondern eine eher umfassende
ein Hilfsverb für die Bestimmung solcher NS-Orte, in denen diese Orte eine gewisse Rolle gehabt haben und die man eben dokumentieren sollte. Ja, das geht ja teilweise sogar bis ins Esoterische hinein. Ein Beispiel möchten wir zeigen als allererstes. Da haben wir uns schon mal im Jahr 2008 mit beschäftigt, und zwar das Dorf Dötlingen im Landkreis Oldenburg. Das war nämlich zur Nazizeit ein sogenanntes Reichsmusterdorf, und das haben wir uns 2008 einmal angeschaut. Da ist ein Beitrag entstanden und den wollen wir jetzt einmal sehen. Dötlingen, ein kleines, beschauliches Dorf in der Wildeshauser Geest. Ein Ort, der Vergangenheit als Künstlerkolonie blickt. Einen deutschlandweiten Bekanntheitsgrad erlangte Dötlingen jedoch vor allem in den 30er Jahren. Die Nationalsozialisten erklärten den malerischen Ort zum sogenannten Reichsmusterdorf. Es war geplant für die Olympiade 1936 in Berlin, vorher in Garmisch-Partenkirchen, Winterolympiade, sogenannte Reichsmusterdörfer in allen Gauen des Dritten Reiches zu benennen. Es war erstmal in allererster Linie ein kulturtouristisches Programm. Man wollte die Tausende von Gästen, die aus dem Ausland kamen oder kommen sollten, tatsächlich dann auch gekommen sind, das schöne Deutschland vorführen. Und in jedem Gau sollte dann eben ein Dorf ernannt werden, was besonders herausragend, besonders typisch, besonders schön war. Vielleicht, in Klammern auch, besonders linientreu war. Linientreu wie weite Teile Oldenburgs. Das bäuerlich geprägte Land wählte schon sehr früh sehr braun. Ein Umstand, der gerade Dötlingen bei der Suche nach einem Vorzeigedorf zugute gekommen sein dürfte. Es hatte im Dritten Reich schon eine Geschichte hinter sich, 36. Es war eines der Dörfer, eine der Gemeinden im Oldenburger Land, die die höchste Anzahl von NSDAP-Wählern hatte. Bei den Wahlen, die im Dritten Reich, aber auch schon vorher, das heißt ab 32, Oldenburg ist ja schon 32, von Nationalsozialisten regiert worden, zu verzeichnen war. Die Linientreue zeigte sich aber nicht nur in den Wahlergebnissen, sondern vor allem darin, dass die Einwohner Dötlingens der sogenannten Machtergreifung Hitlers im Januar 1933 ein regelrechtes Denkmal setzten. Auf dem Gierenberg, da hat man einen riesigen Findling unter großen Mühen auf den Berg geschleppt und den dann platziert und da hinein ein Hakenkreuz, ein großes, eingeschlagen und eben den Tag der Machtergreifung als Datum hineinplatziert. Das ist für die Region Nordwestdeutschland schon was ganz Besonderes gewesen. Es gab auch im ganzen Deutschen Reich einige Orte, die so ein Machtergreifungsdenkmal errichtet haben, aber nicht im Nordwesten. Das ist also, wenn man es ein bisschen böse formuliert, typisch Dötlingen. Der Standort auf dem Gierenberg war mit seinen abgestuften Steinkreisen wie eine Kultstätte angelegt und kam damit dem Faible führender Nationalsozialisten für alles Heidnische entgegen. Am Kriegsende 1945 wurde das Denkmal umgestürzt. Der Findling liegt noch heute an seinem Platz. Den Sturz des Denkmals führten die Einwohner Dötlingens selbst herbei. Ein Bruch mit der eigenen NS-Vergangenheit? Ein Bruch mit der Vergangenheit würde ich so nicht formulieren, weil eine Auseinandersetzung mit der Vergangenheit nicht, meines Erachtens, nicht in ausreichendem Maße überhaupt stattgefunden hat. Mit der Vergangenheit des Dritten Reiches und allem, was dort passierte und welche Hintergründe da waren, hat man sich ja erst in den 90er Jahren beginnt, etwas auseinandergesetzt, einige Personen, Einzelne. Und man tut sich ja auch heute noch in dieser Diskussion um diese Orte und diese Geschichte der Orte relativ schwer in Dötlingen. Und tatsächlich, Hinweise auf diesen unrühmlichen Teil der Lokalgeschichte muss der interessierte Beobachter mit der Lupe suchen. Schweigen liegt über dem Gierenberg. Und auch in der Selbstdarstellung des Ortes werden die NS-Jahre nicht gerade hervorgekehrt. Ein bedauerliches Versäumnis, aber eines, das durchaus behoben werden könnte. Ja, erstmal diese Dinge, die in der Öffentlichkeit präsent sind, die sollte man also schon mal neu gestalten und neu bewerten und eben dann auch, Hinweis auf die Schilder, neu betexten. Das ist schon mal das Allererste. Und das andere wäre, dass man sich wirklich über die konkreten Orte noch etwas bewusster wird, zum Beispiel indem man
eine vernünftige Präsentation vor Ort schafft, also mit Hinweistafeln, wo nicht nur Schriften sind, sondern auch ein paar Fotos abgedruckt werden, sodass Dritte, die dann eher zufällig auf solche Orte vielleicht stürzen und sich irgendwie wundern, dass doch was Besonderes ist, darüber informiert werden, was es mal war. Also ein bisschen mehr Präsenz in der Öffentlichkeit durch Dokumentation, das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. Sich der eigenen Vergangenheit zu stellen, sicherlich keine angenehme, aber wohl überfällige Aufgabe für das ehemalige Reichsmusterdorf. Vielleicht ist ja der 75. Jahrestag der Aufstellung des Findlings ein geeigneter Anlass, zumindest einen Anfang zu machen. Ja, dieser 75. Jahrestag war im Jahr 2008. Ist denn seitdem irgendwas passiert in Dötlingen, was die Dokumentation dieses Ortes angeht? Haben Sie da... Nicht, dass ich wüsste. Es gibt weiter eine gewisse anhaltende Diskussion, wenn man im Internet guckt. Da gibt es sehr kontroverse Darstellungen auch mittlerweile von Dötlinger selbst über dieses Projekt, was wir damals im Rahmen einer Ausstellung im Museum ja gezeigt haben. Immerhin, darüber wurde dann diskutiert. Das ist vielleicht auch positiv zu bewerten. Aber es gibt kaum wirklich Nachhaltiges in dieser Geschichte vor Ort präsent. Das, was hier im Beitrag vorgestellt wurde, ja, das ist bis heute nicht eingelöst. Leider. Wir haben ja eben kurz diese Tafel gesehen, die am Gierenberg angebracht ist. Da steht ja relativ knapp drauf, von 1933 bis 1945 stand hier ein Denkmal. Genau. Oder diente der Findling als Denkmal, sonst nichts. Ja. Ist das eigentlich, treffen Sie häufig auf sowas, dass diese Zeit 33 bis 45 so zähneknirschend irgendwie erwähnt wird, aber bloß nicht zu deutlich? Ja, das ist natürlich nicht nur typisch dötlingerisch, sondern das gibt es an vielen Orten, jetzt zumindest im Nordwesten, wo bestimmte NS-Geschehnisse, Ereignisse oder eben Geschichten kaum dokumentiert worden sind. Das gilt für viele Orte. Dötlingen ist ein gutes Beispiel dafür, weil es in einem touristischen Kontext stand schon in der Zeit des Dritten Reiches und auch heute noch steht und dadurch eigentlich die Aufmerksamkeit in diesem Kontext besonders wichtig wäre. In anderen Orten, in denen eben diese öffentlichen Aspekte sonst auch gar nicht da sind, versteckt man solche Dinge noch stärker. Sie standen ja auch schon mal mit dem dortigen Bürgerverein in Verbindung oder stehen es wahrscheinlich immer noch. Da wird ja auch zum Beispiel das Argument gebracht, man möchte verhindern, dass man vielleicht irgendwie einen attraktiven Anlaufort für Neonazis bietet. Ist das nicht irgendwie auch ein bisschen, also es ist nicht gänzlich unnoch nachvollziehbar, würde ich sagen, oder ist das? Es ist eine typische und schon seit Jahrzehnten herrschende Schutzbehauptung für so etwas. Meines Erachtens hat es solche Orte für Treffen und andere der Neonazis so gut wie gar nicht gegeben. Vielleicht bei den Externsteinen, aber das ist in einem größeren esoterischen Rahmen auch noch, da passiert so etwas mal oder ist sowas passiert. Natürlich schon bei Wewelsburg nicht, aber bei diesen kleineren, doch in der Region dann auch relativ vergleichsweise unbedeutenden Orten, hat es sowas nie gegeben. Es hat nie solche Anfragen oder Aufrufe gegeben. Und ich bin mir ganz sicher, dass es so etwas auch nicht geben wird. Also Dötlinger hat viele tausend Besucher dort, aber ganz sicher keine Neonazis. Sie haben ja eben gesagt in dem Beitrag, das Erste wäre halt diese Dokumentation, also diese Tafel zumindest zu ergänzen. Das ist ja nun auch kein großer Akt, weder inhaltlich noch finanziell. Mangelt es da, ohne dass ich jetzt den Dötlingern irgendwas will, mangelt es da dann doch irgendwie letztlich am Willen? Oder? Ja, sicher. Natürlich mangelt es am Willen. Es wird vielleicht noch andere Gründe haben. Es gibt ja immerhin diese Tafeln überhaupt in Dötlingen, was ja schon, das ist ja immer das erste Positive schon mal, dass es dort Informationen über den Ort überhaupt gibt. Aber natürlich könnte man das ändern und ich bin, Sie ja auch, sicherlich die Meinung, dass man das mal machen müsste, um eben diese Diskussion, die dann doch immer wieder aufkommt, nicht nur von uns, sondern auch von anderen, von Dritten, regelmäßig auftritt, in den Zeitungen publiziert wird, im Fernsehen sogar. Also das könnte man ja ohne weiteres ändern, ohne dass es die andere Leute, die in welcher Form auch immer dann betroffen sein sollen,
negativ dargestellt werden. Das muss gar nicht sein, das soll auch gar nicht sein, aber machen sollte man es auf jeden Fall. Wenn wir mal auf andere Steine zu sprechen kommen, nämlich die im Sachsenhain in Verden an der Aller, das sind ja nicht nur einer, das sind ja 5000, die dort aufgestellt wurden, und zwar für jeden Sachsen, der dann angeblich 780 von Karl dem Großen dort hingerichtet worden sein soll. Wie ist man da damit umgegangen? Steht das noch so, wie es die Nazis arrangiert haben, oder ist da auch was umgestürzt worden? Oder? Nein, im Wesentlichen steht das noch so da, wie es im Dritten Reich aufgebaut worden ist. Das Positive dort ist einfach, erstens, es ist ein schöner Ort, ein Naherholungsgebiet, man kann sehr schön spazieren, was ich auch schon gemacht habe für diesen Ort. Aber man nimmt zum Glück eben auch die Informationen mit vor Ort, die Geschichte dieses Ortes im Dritten Reich darstellt. Also es gibt dort Informationsmaterial, es gibt Tafeln, Vitrinen, die dort informieren. Das ist relativ einfach und nicht detailliert wie in vielleicht in anderen Orten und in größeren, bedeutenden Orten, in Museen zum Beispiel, aber doch so, dass man das gut rezipieren kann und dort Informationen bekommen. Also das ist eigentlich fast vorbildhaft für die gesamte Region. Der Träger da ist ja ein evangelisches landeskirchliches Bildungswerk, und die kümmern sich auch in solcher Hinsicht über diesen Ort des Sachsenhains. Also gewissermaßen ein positives Beispiel? In dem Zusammenhang ja. Also die Stadt beispielsweise, die interessiert sich relativ wenig für das Ganze. Also ich sage auch mal in der touristischen Werbung dort, es gibt einige Materialien der Stadt Verden, da taucht es so gut wie gar nicht auf, oder es wird nur eben als landschaftlich sehr schönen Ort dargestellt und nicht die Geschichte an sich. Aber das ist nicht ganz so tragisch. Es ist gut, dass solche Orte überhaupt vorgestellt werden, ja. Dieser Sachsenhain ist ja eigentlich auch ein schönes Beispiel dafür, wie die Nazis historische Ereignisse instrumentalisiert haben für ihre Zwecke. Ja. Ein anderes Beispiel haben wir direkt vor der Haustür, das war nämlich die Schlacht von Altenesch im Jahr 1234. Und um die ins rechte Licht zu rücken, wenn man das so sagen darf, haben die Nazis viel Aufwand betrieben und haben in Burgholzberg extra eine Freilichtbühne errichtet. Die haben wir im Jahre 2006 einmal besucht, und das schauen wir uns jetzt an. Seit über 20 Jahren finden keine Veranstaltungen mehr auf der Freilichtbühne Stedingsehre statt. Der Zutritt zu den halb verfallenen Zuschauerrängen ist nur noch Reitschnucken gestattet. In unmittelbarer Nähe des historischen Schlachtfeldes von Altenesch war die Freilichtbühne 1934 bis 1935 errichtet worden, auf Betreiben vom NS-Gauleiter Karl Röver. Die Nationalsozialisten hatten ihre eigenen Vorstellungen vom Freiheitskampf der Stedinger. Natürlich wurde das dann ein Schauspiel, das voll und ganz der Ideologie des Dritten Reiches entsprach. Das heißt, es wurde in dem Spiel deutlich gemacht, dass es sich lohnt, für sein Volk zu sterben, dass man zu seiner Heimat, seinen Mitmenschen stehen muss, auch wenn man unterlegen ist in einem Kampf gegen viel größere Angreifer. Tod aber nicht in die Knie, heißt dann ein Leitspruch. Und natürlich war das auch durchaus so zu verstehen, zwar 34, 35 gemacht, im Hinblick auf einen zukünftigen möglichen Krieg. Das Schauspiel des Stedinger war von August Hinrichs im Auftrag des Gauleiters verfasst worden. Für die Aufführung ist einiger Aufwand betrieben worden. Im Gegensatz zu anderen Freilichtbühnen waren die Häuser keineswegs bloße Kulissen, sondern massiv gebaut. Das hatte durchaus seine Gründe. Röver hatte sicherlich nicht nur dieses Ziel, das Schauspiel Aufstehungsehre mit diesem sehr schönen, großartigen Anlage zu transportieren, sondern er wollte mehr. Er wollte wahrscheinlich von Anfang an den Burgholzberg als Mittelpunkt der Vermittlung der Nazi-Ideologie überhaupt darstellen. Daher auch das Zitat auf dem Buchtitel. Herausgegeben wurde es von der Oldenburgischen Landschaft. Die Ästhetik, mit der damals gearbeitet worden ist, mit der damals dieses zunächst ja vordergründig ideologisch nicht so sehr verdächtige, also nicht im Sinne des Nationalsozialismus verdächtige Stück Stedings Ehre oder die Stedinge, wie man es geschafft hat, mit einer sehr geschickten Inszenierung dieses Stück auf die Bühne zu bringen und zu einem Event zu machen, so werden wir heute sagen. Und diese
Diese Verbindung von politischer Ideologie und Inszenierung als Event ist eine latente Gefahr oder eine latente, es ist latent auch heute vorhanden in jeder politischen Richtung. Die Uraufführung von De Stedinger fand im Juli 1935 statt. Neben 10.000 Zuschauern kam auch NS-Prominenz. Hess, Rosenberg, Frick und andere. Während der Saison 1937 waren insgesamt 150.000 Besucher auf dem Burgholzberg. Danach war Schluss mit den Aufführungen. Nach den hohen Investitionen und dem großen Erfolg eine eher seltsame Entwicklung. Kaldeweis These? Rühwart war einer der treuesten Kameraden Adolf Hitlers und hat versucht, diese Ideologie, die das Dritte Reich vermittelte, Hitler speziell, auf dem Burgholzberg zu verpflanzen. Und dort dann eben durch Schulungskurse und verschiedene Veranstaltungen eben sowohl die NS-Leiter, also die obere Ebene in der Region, als auch dann ein bisschen hinunter zu, wie gesagt, HJ und BDM, das NS gut zu vermitteln. Das Buch zeichnet die Geschichte dieser eigentümlichen Kultstätte bis in die heutige Zeit nach. Das Stedinger Dorf auf der Bühne hat den Krieg fast spurlos überstanden. Nur die Kirche ist durch eine Fliegerbombe zerstört worden. Heute werden die Gebäude vom Berufsförderungswerk, zu dem das Gelände gehört, gepflegt und auch genutzt. Durch den guten Zustand von Stedings Ehre kam zeitweise auch der Vorschlag auf, die Bühne wieder zu bespielen. Michael Brandt hält dies allerdings für keine gute Idee. Es wird dann immer schnell der Vergleich hergezogen, zum Beispiel die Waldbühne in Berlin, auch als NS-Freilichtbühne errichtet. Nur ist der Unterschied, dass in Stedings Ehre oder in Burgholzberg, dass es eigentlich gar nicht bei der Freilichtbühne auf Dauer geblieben ist, sondern dass von vornherein geplant war, im Nachgang dieser ersten Freilichtaufführungen dort eine nationalsozialistische Führungskaderschule einzurichten. Und das hat ja auch stattgefunden. Stattdessen gibt es neue Pläne, die das unter Denkmalschutz stehende Gelände und seine Geschichte aus der Vergessenheit holen sollen. Geplant in Zusammenarbeit mit dem Berufsförderungswerk und mit der Regio VHS, mit den städtischen Museen Delmenhorst und der Oldenburgischen Landschaft, dort in einem dieser Spielhäuser eine Dokumentationsstätte einzurichten, die die Geschichte und Rezeptionsgeschichte, also den Umgang nach 1945 mit dieser Nazi-Kultstätte dokumentiert und auch der Öffentlichkeit bewusst macht, was dort eigentlich abgelaufen ist, zu was dieses Ganze gedient hat. Ja, das ist jetzt 5 Jahre her. Was ist denn daraus geworden aus diesen Plänen? Ja, es ist schon einiges passiert, aber nichts Konkretes jetzt vor Ort sozusagen eingerichtet worden, Neues eingerichtet worden. Also es gab diese Arbeitsgemeinschaft der Regio VHS, die auch weiterhin existiert und sehr engagiert mitarbeitet und dokumentiert, Materialien sammelt, Veranstaltungen auch macht. Das läuft weiterhin, das wird auch in Zukunft weiterlaufen. Mittlerweile, und das ist eben noch sehr kurzzeitig, gibt es eine Vereinsgründung von einigen, ich sag mal, Honoratioren in der Region, die dieses Dokumentationszentrum, was hier auch vorgestellt wurde schon vor Jahren, tatsächlich jetzt nach vorne bringen sollen und durch Spenden, durch Geldmittel tatsächlich versucht, jetzt etwas auf die Beine zu stellen. Es wird ein Gebäude außerhalb des kleinen Freilichtdorfes eingerichtet werden und dort kommt dann eine Art Archivort, der dort eingerichtet wird und der dann auch als Treffpunkt und so weiter dienen kann. Das wird als nächstes wohl auf jeden Fall in diesem Jahr realisiert werden. Und die nächsten Schritte wären dann ab nächstes Jahr tatsächlich einige der Freilichtmuseumshäuser, die es dort eben gibt, die auch immer noch oder schon von Anfang an nicht genutzt sind, dass man die eben für dieses Dokumentationszentrum tatsächlich einrichtet und dann eben beginnt, diesen Dokumentationsort tatsächlich auch öffentlich vorzustellen. Gibt es diese Überlegung, diese Planspiele, die Bühne wieder zu bespielen, eigentlich heute auch noch oder war das eher so eine Zeit? Also nicht in der Form, wie es vorher war, also schon gar nicht, wie es im Dritten Reich war und auch nicht in der Nachkriegszeit. Da gab es ja große Veranstaltungen, Musikfeste,
Beat-Festivals, das Mögliche. Das ist nicht mehr möglich. Aber es ist durchaus möglich, in diesem Kontext dieses Dokumentationsortes die Bühne als szenische Inszenierungen, kleinere Veranstaltungen, die nicht diesen Riesenaufwand treiben müssen, zu nutzen. Denn natürlich müsste dieser Ort jetzt erstmal dann auch wieder aufgearbeitet werden. Ist relativ beschädigt mittlerweile im Laufe der Jahrzehnte, obwohl es unter Denkmalschutz steht. Das müsste man natürlich erstmal wieder aufarbeiten. Aber doch einige dieser Szenen, die man dort darstellen könnte, wären sicherlich auch möglich. Wenn man jetzt dieses Dokumentationszentrum dort einrichtet und an die Funktionen dieser Anlage erinnert, man kommt ja sicherlich, auch wenn das mit der Schulungseinrichtung im Vordergrund steht, man kommt ja nicht drum herum, auch August Hinrichs zu thematisieren und dessen Verstrickung in die NS-Hierarchie. Er war ja, glaube ich, Leiter der Schriftkammer, der Gauschriftkammer. Andererseits ist August Hinrichs natürlich in weiten Teilen Oldenburg gewissermaßen sakrosankt. Ist das eigentlich so ein Hemmschuh für die Aufarbeitung, dass man da irgendwie... Ich denke nicht, dass es ein Hemmschuh ist, sondern man muss sich damit auseinandersetzen. Es gibt auch weiterhin, es gibt natürlich unter anderem die Erben Hinrichs, die sich da auch einschalten, aber das ist alles machbar. Es ist nicht so, wie vor Jahren eben in Oldenburg heftige Diskussion über August Hinrichs dargestellt wurde. Das hat sich einiges gelegt. Man kann es aufarbeiten, man muss es auch weiter aufarbeiten und man muss es dann auch innerhalb von Stedings Ehre, Dokumentationszentrum, darstellen und nutzen. Aber ich denke, das ist nicht sehr problematisch mittlerweile. Das ist machbar und auch sinnvoll natürlich. Das Ereignis, um das es geht, also diese Schlacht von Altenesch, die ist ja etwa 10 Kilometer entfernt geschlagen worden. Auch dort wird natürlich daran erinnert, schon seit 1834 durch ein Denkmal. Und im Jahr 2009 hatten wir dort ein besonderes Gedenken. Das sehen wir im Anschluss an dieses Gespräch in voller Länge. Und hier sehen wir aber jetzt erstmal einen kleinen Ausschnitt von dem Gedenken in Altenesch 2009. Bereits seit 1834 erinnert ein Denkmal an das mittelalterliche Gemetzel an den Stedinger Bauern, das sich 600 Jahre zuvor genau hier zutrug. Ein Ort des Erinnerns im wortwörtlichen Sinne gewissermaßen. Und auch ein Erinnerungsort. Welche Rolle nämlich die Schlacht im regionalen Geschichtsbewusstsein spielt, zeigte sich im vergangenen Jahr, als zum Anlass des gleichzeitigen Delmenhorster Burgjubiläums eine Handvoll Neuzeitrecken die Schlacht an historischer Stätte nachstellte. Die Zuschauer kamen reichlich und zeigten damit, welche Bedeutung die Schlacht für die Identität der Stedinger auch heute noch hat. Es ist im Bewusstsein nur sehr weniger noch und es ist hier in der Region eher in dem Bewusstsein, dass man das in einen Kontext stellt mit der Zeit von 33 bis 45, weil dort dieses Ereignis politisch genutzt worden ist und von daher ist man da eher zurückhaltend. Mir geht es eigentlich darum, dass wir deutlich machen, dass es ein Teil unserer Geschichte hier ist und dass das Ereignis selbst von einer solchen Bedeutung ist, dass man das nicht einfach hinten runterfallen lassen sollte, sondern dass man daran erinnern sollte. Und so ging es an diesem Nachmittag im Mai 2009 nicht nur um die Gaudi, die gerüsteten Hobbyritter darboten, sondern auch und vielleicht vor allem um das Gedenken an ein historisches Ereignis, das identitätsstiftend für einen ganzen Landstrich wurde. Ja, nochmal der Hinweis, den kompletten Beitrag zeigen wir nochmal im Anschluss. Der ist etwa 5 Minuten lang, weil das war schon eine Veranstaltung, die man in Altenesch nicht alle Tage sieht. Nun hat man jetzt hier direkt am Ort des Geschehens eine doch lebendige Erinnerungskultur. Also jedes Jahr versammelt sich dort der Bürgerverein und gedenkt an die Toten und an das Ereignis. Ist es dann eigentlich schwierig unter diesen Voraussetzungen, dass das in der NS-Zeit schon mal so aufgebläht wurde, heute noch aufrecht zu erhalten? Gibt es da nicht dann so Überschnittmengen, dass man Angst haben muss, irgendwie, dass das in einem Kontext gesehen wird? Also die Erinnerung vor Ort, die hat heute und hatte auch für alle Jahre hin überhaupt keinen Bezug zum Dritten Reich gehabt. Das ist eine Erinnerung eben, die sich auf 1234 bezieht und dessen lange Geschichte über die Schlacht bei Stedingen, der Stedinger bei Altenesch. Also insofern gibt es dieses Problem, was Sie schildern,
Eigentlich gar nicht. Es gibt zwei ganz unterschiedliche Erinnerungsstrukturen. Die der vor Ort und in Altenesch und in der Region der Wesermarsch ist also eigentlich ein sehr historischer Hintergrund, mittelalterlich, wenn man so will. Und das, was das Dritte Reich betraf und die Rezeption dann eben dort betraf, das wäre jetzt der Ort, wirklich der Ort, auf Stedings Ehre noch deutlicher zu machen in dieser Dokumentationsstätte, wie der historische Bezug ist. Das kann man aber eben vor Stedings Ehre oder kann man nur vor Stedings Ehre auf dem Ort, auf dem in dem neuen vorgesehenen Dokumentationszentrum machen und muss man natürlich auch machen. Und hat dann dadurch diesen Bezug eben in Altenesch vor Ort. Weil am Ort kann man ja relativ wenig Historisches darstellen. Man kann höchstens noch mal etwas angemessenere Präsentation in einer Vitrine oder in einer Darstellung, in einer Stele zum Beispiel, noch mal auch auf das Dritte Reich bezogen präsentieren. Das könnte man machen. Aber ansonsten ist dieser Ort ja eben als historischer Ort schon eben seit 1834 vorhanden. Muss nicht jetzt das Ganze immer noch mal neu in Bezug auf das Dritte Reich darstellen. Man muss es aber in Verbindung bringen, ohne die Stedingsehre fehlt natürlich ein entscheidender Teil der Geschichte. Man könnte das ja auch örtlich ein bisschen abkoppeln, denn es gibt ja nicht nur den Obelisken, es gibt ja auch diese Ehrenhalle in der Berner Kirche mit den Wandgemälden von Bernhard Winter. Also diese Ehrenhalle, ich war da schon mal drin, die scheint so ein bisschen als Abstellkammer der Kirche benutzt zu werden. Ja. Sollte man da was machen? Ganz sicher. Vor einigen Jahren hat sich die Oldenburgische Landschaft da mal drum gekümmert, etwas aufzuarbeiten, zu darzustellen. Aber es ist wohl, glaube ich, soviel ich weiß, ich bin jetzt einige Zeit nicht mehr dort gewesen, wieder neu präsentiert worden. Das wäre aber dringend notwendig, denn ich glaube, man muss dort einmal die Arbeiten, die Wandbilder auffrischen, rekonstruieren, weil die ziemlich gelitten haben, soviel ich weiß. Und das wäre natürlich tatsächlich ein Ort, der die Zeit des Dritten Reiches mit dem Ereignis von 1234 ja quasi idealerweise dokumentiert. Problematisch ist eben, und deswegen ist das bisher nicht geschehen, weil es ein kirchlicher Ort ist, es gehört eben zu der Kirche und das hat immer dann problematische Gründe, wenn man das auch eben im Zusammenhang mit dem Dritten Reich auch dann eben im historischen Bereich darstellt. Aber sinnvoll und notwendig wäre es allemal, das ist unbestritten. Es fällt auf, wir hatten ja eben schon mal über den Sachsenhain gesprochen, der an die von hingerichteten Sachsen unter Widukind erinnert. Mhm. Jetzt die Stedinger, hatten die Nazis so ein Faible für den Untergang, für die großen Verlierer der Geschichte? Man hätte ja auch ich weiß jetzt, wie sieht es zum Beispiel aus mit den Dithmarscher Bauern? Das ist ja eine relativ ähnliche Geschichte, die allerdings für die Bauern, aus Sicht der Bauern, wesentlich erfolgreicher. Mhm. Hat sich die auch angeboten, von den Nazis instrumentalisiert zu werden? Ja, gab es auch. Können wir noch ein Wort zu sagen? Widukind wäre natürlich auch ein schönes Beispiel. Die Dithmarscher, das ist aufgearbeitet worden, das ist im Zusammenhang mit dem Dritten Reich auch dargestellt worden. Da gibt es auch noch ein großes Erinnerungsmal, schon vor der Zeit des Dritten Reiches, wo diese Schlacht gewesen ist bei Hemmingstedt. Auch das ist im historischen, ich kenne zum Beispiel NDR eine sehr gute Geschichte, die das da aufgezeichnet haben. Das ist eigentlich ganz gut dokumentiert und ist auch heute präsent. Das ist genauso präsent wie, stärker präsent würde ich sogar meinen, als Stedings Ehre in unserer Region und ist auch gut dokumentiert. Das wäre eben sozusagen auch ein Vorbild für Stedings Ehre und für die Stedinger in unserer Region, das aufzuarbeiten und zu dokumentieren. Diese Beispiele, die wir jetzt bisher genannt haben und auch viele andere, die jetzt in diesem Buchprojekt vertreten sind, haben ja alle gemein, dass sie mehr oder weniger sich mit öffentlichen Gedenken befassen. Es gibt aber auch diese private Komponente, damit sind wir beim Thema der Ahnenstätten. Die spielen dabei auch eine Rolle. Etwa Hillingenloh oder auch Conneforde. Mhm. Jetzt werden die ja von Vereinen betrieben.
Die können natürlich sagen, was wir auf unseren privaten Friedhöfen veranstalten, geht doch eigentlich keinem was an. Wie kann man da eigentlich, wo kann man da den Ansatz finden? Der Ansatz ist eigentlich relativ unproblematisch, weil das sind zwar private Orte, aber man kann sie natürlich besichtigen. Das ist überhaupt kein Problem. Das wird auch an den Orten dokumentiert. Es gibt also keine Schlösser, dass man dort überhaupt nicht diese Orte besichtigen kann. Im Gegenteil vielleicht sogar. Was bisher fehlt oder eben nicht richtig dokumentiert ist oder ausreichend, nur in, oder in wenigen Maßen, das ist es, dass diese Geschichte dokumentiert ist. Natürlich wird die vor Ort nicht dokumentiert. Da gibt es keine Stelen, wo in welchem Kontext Mathilde Ludendorff zum Beispiel spielt. Das wohl weniger. Aber wie gesagt, die Orte sind präsent, die kann man sich anschauen, die kann man erkennen. Es ist notwendig, dass in Dokumentationen oder eben auch in anderer Form aufzuarbeiten. Aber erstens sind wir dabei und andere sind auch schon dabei, so etwas zu machen, denn die Orte sind wichtig. Diese Orte sind wichtig in diesem Kontext der Nordwestregion im Zusammenhang mit den Kultstätten des Dritten Reiches. Über einen bin ich schon mal rüber spaziert. Das war, glaube ich, der in Hude, bei Hude. Und das ist ja wirklich dann auch unschön, was man da sieht. Also viele Grabsteine einfach nur mit Runen, andere mit anderer Symbolik. Einer hatte auch ganz eindeutiges Hakenkreuz einfach drauf. Okay. Dennoch kann dieser Verein ja für sich auch in Anspruch nehmen, dass er selber so eine recht abenteuerliche Geschichte von Verboten und Wiederzulassungen haben. Ja. Würden die nicht eigentlich darauf hinweisen, so wir sind keine NS-Kultstätte, sondern eine, die halt diesen heidnischen Gedanken... Das ist auch so. Also es sind im eigentlichen Sinne keine NS-Kultstätten, die sind meistens erstens schon vorher entstanden zum Teil, also vor der Zeit des Dritten Reiches. Und es gab da, Mathilde Ludendorff, gab es große Streitpunkte gegenüber Hitler beispielsweise in Bezug jetzt hier auf die Ahnenstätte in Hude. Die würden sich auch wehren in diesem Zusammenhang als Institution, dass es ein Ort des Dritten Reiches ist. Aber natürlich ist es historisch gesehen und von der Dokumentation her ein Ort des Dritten Reiches, in welcher Form auch immer. Es gibt eben seltsame Ableger in der Zeit des Dritten Reiches in allen möglichen Formen. Wir haben viele Formen dort zu sehen und zu kennenzulernen. Aber trotzdem muss man mit diesen Orten umgehen, man muss diese tatsächlich öffentlich auch darstellen und dokumentieren und auch die Geschichte dort darstellen, denn die wird natürlich bei vielen Sachen vermisst, vergessen und man erinnert sich nicht angenehm daran. Ich will noch, Sie sagten, es gibt schlimme Institutionen, also schlimme Dinge dort in diesen Ahnenstädte, jetzt in Hude beispielsweise, zu sehen. Mir ging es ganz anders, als ich das erste Mal sah. Das ist ein wunderschöner Ort, das ist eine sehr schöne Heidelandschaft mit schönen Bäumen, mit einer Erinnerungskultur für einen Friedhof, wo man sagt, ja, also da möchte ich eigentlich auch gerne als Friedhof liegen. Man muss nur genauer hingucken und das ist das, was Sie dann gemacht haben. Was bedeutet das denn überhaupt? Es geht nicht um die Bäume und den Wacholder, der da steht oder was und auch die Findlinge, sondern was steht da drauf und was bedeutet das? Und da gibt es tatsächlich dann eben diese historischen, diese Nazi-Symbole und anderes, die dort zu entdecken sind und die man natürlich dann auch eigentlich präsentieren müsste. Zumindest bei ein paar von den Vereinen, die solche Ahnenstätten betreiben, für die interessiert sich dann auch der Verfassungsschutz punktuell. Sprich, da gibt es halt auch Überschneidungen mit Neonazitum, ganz eindeutig. Kommt man dann überhaupt, wenn man jetzt so etwas anleiern würde, käme man diese Vereine überhaupt ran? Also ran im Sinne, dass man damit bestimmte Vorstand oder so trifft oder mit denen sprechen kann, denke ich schon, ohne weiteres. Ne? Nebenbei, es wird ja auch darauf hingewiesen, öffentlich, nicht? Es gibt ja das Schild Ahnenstätte an der Landstraße nach Oldenburg, wo es genau darauf hingewiesen wird, was für ein Ort dort ist. Also nur dieser Name, aber immerhin, dass es solche Namen dort gibt, das ist schon erstaunlich, finde ich. Es gibt, glaube ich, relativ wenig Berührungsängste mit den
Vorständen dort, habe ich zumindest nicht bisher gesehen und bisher gekannt. Man kann damit umgehen, man muss auch damit umgehen, denn das wird auch bleiben. Ob der Verfassungsschutz dabei ist oder nicht, das ist eine andere Geschichte, nicht? Aber diese Orte werden weiter existieren und ich war jetzt noch vor kurzem dort. Da gibt es neue Gräber, die dort aufgestellt werden und es gibt eben diese anderen Orte in der nordwestdeutschen Rhone, die auch belegt werden. Also es gibt diese Orte und man muss sie nur mal deutlich machen, was für Orte das sind. Wenn man jetzt mal diese Kultstätten so nebeneinander sieht und was wir jetzt besprochen haben, ne, hier könnte man mal die Plakette ergänzen, dort. Also man, ja, punktuell kann man immer was machen, ja, aber wie kann man das jetzt so in einen Gesamtzusammenhang bringen? Also diese Publikation, an der Sie arbeiten, ist sicherlich, ja, dann ein erster Schritt, aber ja, müsste man das nicht irgendwie, sei es auch vielleicht mal in Form einer Ausstellung, irgendwie diesen großen Bogen schlagen? Wäre auch denkbar, aber ich denke, die Ausstellung fügt nicht allzu viel hinzu zu dem, was man bei einer Veröffentlichung auch machen kann. Außerdem haben wir ja teilweise schon so eine Ausstellung gezeigt im Museum in Delmenhorst mit einigen ausgewählten Orten, die dort vorgestellt wurden, nicht nur Stedings Ehre. Ich habe mal diesen bösen Begriff mit kreiert, man könnte einen Reiseführer zur NS-Zeit entwerfen. Das wäre inhaltlich gesehen sicher sinnvoll, aber es ist eine sachlich schwierige Diskussion darüber zu eröffnen. Aber es gibt mittlerweile solche Dinge. Es gibt zum Beispiel eine Veröffentlichung vor Jahren schon, die hieß Böse Orte. Und das sagt alles, in Deutschland bezogen. Die ist ziemlich populär geworden auch, eine sehr gute Dokumentation. Es gibt ganz neu, ich glaube erst in diesem Jahr veröffentlicht, eine Dokumentation in Braunschweig, also wo es nur um NS-Orte in der Stadt Braunschweig gibt. Und da gibt es sehr viele, was man auch als Nicht-Braunschweiger wahrscheinlich gar nicht wissen wird, die dort vorgestellt werden, ausführlich vorgestellt werden und in einer sehr adäquaten Form auch präsentiert. Also, und natürlich gibt es mittlerweile die großen Orte in Deutschland, Nürnberg oder jetzt auch in München, da ist das neue Dokumentationszentrum als große Institution ja auch im Entstehen. Also es passiert dort auch einiges und das kann man natürlich dann auch übertragen an bestimmte einzelne Orte oder eben Regionen, wie es bei uns im Nordwesten sein sollte. Ich denke, das wird nach und nach dann aufmerksamer, wenn es den Ort, dieses Dokumentationszentrum Stedings Ehre tatsächlich dann in einiger Zeit gibt, vor Ort gibt, dann wird sich dieses Thema auch weiterhin verbreiten und in der Öffentlichkeit weiter präsent sein. Was ist denn Ihr Eindruck, wie da die Ambitionen der Beteiligten sind, sei es nur die Kommunen, die Vereine, vielleicht auch ein paar Privatpersonen? Mittlerweile ist herrscht ja schon seit einiger Zeit, bei dem man dieses Thema anschneidet, auch mal der Gedanke vor, ist doch nun echt schon lange her und so. Gibt es da halt diese... Ja, gut, diese Meinung gibt es natürlich immer wieder mal, nicht? Aber ich denke, dass jetzt oder eigentlich sogar gerade in den letzten Jahren dieses Thema Kultstätten, Täterstätten, im Dritten Reich tatsächlich mehr präsent sind, als es vor Jahren waren. Das hängt mit den Wissenschaften zusammen, das hängt mit vielen Veröffentlichungen zusammen, das hängt eben, wie gesagt, mit diesen großen Dokumentationszentren, die in Deutschland entstanden sind oder entstehen. Und das überträgt sich mittlerweile auch, so habe ich eben den Eindruck mittlerweile, auch auf die Region und auf eben einzelne Orte. Dass das manchmal dann schwierig ist in bestimmten Kontexten, ist nur allzu klar. Aber man muss eben diese dicken Bretter bohren. Und wenn man jetzt Stedings Ehre sieht, ist es ja. Es hat Jahre gedauert, bevor man dann tatsächlich überhaupt erstmal zu diesem Thema vorgestoßen ist. Aber mittlerweile sieht es eben so aus, dass es eben eine breitere Bevölkerung dafür interessiert und dieses auch eben gutiert, um solche Dokumentation tatsächlich in die Öffentlichkeit zu bringen. Ich sehe es also eigentlich sehr viel positiver, als es noch vor Jahren gewesen ist.
Das Buch, Sie hatten es anfangs schon mal erwähnt, wann soll das ungefähr erscheinen, wann ist das projektiert? Projektiert wäre es, wenn es klappt, bis Ende des Jahres. Gut, vielleicht können wir ja hier bei O1 auch mal nochmal den eine oder andere Kultstätte bis dahin mal besuchen und in Szene setzen und mal ein bisschen darauf hinweisen. Wir nähern uns jetzt nämlich dem Ende unserer Sendung. Ich bedanke mich bei Herrn Professor Dr. Gerd Kaldewey, Leiter des Städtischen Museums Delmenhorst. Schön, dass Sie hier waren. Bei uns sehen Sie jetzt, wie versprochen, den Beitrag zum Gedenken von Altenesch, in Altenesch aus dem Jahr 2009. Und wir sehen uns wieder, wenn Sie mögen, am zweiten Montag im Juni, dann mit einem neuen Thema. Ja, ich verabschiede mich von Herrn Kaldewey. Machen Sie es gut. Tschüss. Dankeschön. Rund 1000 Zuschauer hatten sich auf den Weg nach Altenesch gemacht, um Zeuge des erneuten Untergangs der Stedinger zu werden. Auf diesem Feld in der Nähe von Lemberda in der Wesermarsch hatte im Jahr 1234 ein Kreuzfahrerherr den Aufstand der Bauern niedergeschlagen, die sich gegen die Herrschaft des Bremer Erzbischofs und der Oldenburger Grafen aufgelehnt hatten. Im Jahr 2009 sind es rund 60 Teilnehmer aus Norddeutschland und auch aus Polen, die die heiße Phase des Gemetzels nachstellen. Der Badenväter Michael Tegge hat den Ablauf der Schlacht konzipiert. Ja, es gibt also verschiedene historische Quellen, auch direkt aus dem 13. Jahrhundert später auch, die sehr genau zum Beispiel die ganzen Teilnehmer halt auf Kreuzfahrerseite aufzählen. Über den Ablauf der Heeresbewegung, die decken sich eigentlich auch fast. Das Einzige, wo die auseinandergehen, das sind halt die angegebenen Zahlen, Teilnehmer und Gefallene. Ja, da muss man ganz klar sehen, dass halt damals auch von Kirchenseite eine gewisse Propaganda gemacht wurde. Es waren ja angeblich Heiden. Da gibt es natürlich Untersuchungen von Historikern, die die Zahlen etwas realistischer darstellen. Und da geht man halt von ungefähr 2000 kämpfenden Stedingern aus und 10.000 bis 12.000 Kreuzfahrern, die halt angegriffen haben. Und die Stedinger sind wohl fast zum größten Teil, oder zu 90%, erschlagen worden. Und auf Kreuzfahrerseite sind also mehrere namentlich erwähnte Ritter erschlagen worden. Aber es werden noch ein paar hundert Kreuzfahrer auch ihr Leben gelassen haben. Der Ablauf der Schlacht wurde dabei im Vorfeld festgelegt. Wie bei dem historischen Ereignis würden die Bauern am Ende unterliegen. Aber auch die Ritter hatten ihren Blutzoll zu leisten. Die Schlacht war bekannt, das Ende wissen wir auch. Unser Ende steht auch schon fest. Wir dürfen den Sieg nicht mitfeiern. Bevor es losging, steuerte Moderator Hadu Wolf ein paar Hintergrundinfos bei, um zu erläutern, worum es hier eigentlich ging. Denn der einzige Kreuzzug auf deutschem Boden hatte weniger mit Glaubensfragen zu tun, als vielmehr mit der hohen Abgabenlast, die die Bauern nicht mehr tragen wollten. Dennoch, die Kreuzfahrer durften sich durch Teilnahme an dem Kampf den Ablass ihrer Sünden erhoffen. Obwohl die Stedinger auch damals in der Unterzahl und wohl auch weniger gut ausgerüstet waren, gelang es ihnen angeblich, mehrere Angriffswellen der Kreuzritter abzuwehren. Bis diese Verstärkung erhielten, die den Bauern sogleich in den Rücken fiel. Was vom Publikum mit Schmährufen quittiert wurde. Am Ende waren die Stedinger erneut niedergemacht, ihre Anführer erschlagen. Damit war die Schau aber noch nicht vorbei. Die Zuschauer durften sich über mehrere Zugaben freuen. Initiiert worden ist das Spektakel übrigens im Rahmen des 750. Burgjubiläums in Delmenhorst. Die heute nicht mehr existierende Burg war nach der Schlacht als Ersatz für eine von den Stedingern zerstörte Feste errichtet worden. Heute ist dies, wie überhaupt die Geschichte der Stedinger Kriege, nicht mehr vielen geläufig. Der Grund? Die Nationalsozialisten hatten sich des Themas bemächtigt und es in ihre Blut- und Bodenideologie eingefügt. Wandgemälde in der Berner St. Ägidiuskirche zeugen noch heute von der Instrumentalisierung durch die braune Propaganda. Um das Thema war es nach dem Zweiten Weltkrieg daher eher still geworden. Mit der diesjährigen Veranstaltung, zu der auch eine Gedenkfeier gehörte, verbinden die Initiatoren daher die Hoffnung, dass das Interesse am Thema bei dem einen oder anderen neu geweckt worden ist. Ich glaube, einerseits haben sie vielleicht daraus gelernt, wie eine Schlacht früher abgelaufen ist. Nicht, dass da was weiß ich, die 1000 Leute durcheinander laufen und irgendwie aufeinanderhauen, sondern in solchen geordneten Reihen, wie sie es hier vorgeführt haben, aufeinander gestoßen sind und dann eben gekämpft haben. Die Veranstaltung selber kann natürlich kein historisches Wissen vermitteln, das ist ja klar. Aber dass die Leute dadurch vielleicht zu Hause jetzt mal nachlesen, nachgucken, wie war es denn wirklich damals, wer war dabei und so weiter, das glaube ich schon. Und auch wenn die nachgestellte Schlacht die komplexen historischen Zusammenhänge natürlich kaum vermitteln konnte, zeigt sich der Museumsleiter mit der Veranstaltung im Großen und Ganzen zufrieden.
Ja, ich denke, es war eine ganz aufregende, eine ganz interessante Veranstaltung insgesamt. Viele Besucher, interessante Vorführungen, die Ritter und die Stedinger Bauern uns geliefert haben. Vor allem authentisch, so genau wie möglich in Kleidung und in Waffen. Und wie ich persönlich finde, wenn die aufeinanderschlagen, das ist schon eine heftige Geschichte. Man kann sich ein bisschen vorstellen, wie es früher gewesen ist. Mit dem Unterschied, dass hier alle Gefallenen wieder aufgestanden sind und sich wieder lieb hatten.